Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Farmflug mit einer dritten Kalle drischen. Da auf dem Feld. Der Drische ist gerade gekommen. Es ist heute, muss ich schauen, 10. August, 6 Uhr auf die Nacht oder Nachmittag. Wir sind auf den Kipper rauf. Bin ich mit dem Großen unterwegs und dann habe ich gleich zum Kreiseln herunter. Den muss ich nachher wiederholen. Weil dann haben wir zum Mittag schon gestellt, weil er eigentlich früher drischen kommen wollte. Ja, es ist halbwegs dick. Ich hoffe, dass er ein guter Ertrag ist. Nicht viel Unkraut und da steht, man sieht Luterne drinnen. Ich hoffe, die wächst auf. Und wir beleidigen sie jetzt nicht viel mit der Strahl. Dass das was ordentliches wird nachher. Braucht man nicht mehr ummachen. Ja, es ist natürlich, wie es halt bei Bio ist, da und dort schon ein wenig gerasselt, aber dadurch, dass es schon mehr oder weniger zugebaut ist, ist es ja egal. Und darum tun wir es auch kreiseln. Aber sonst ist es trocken. Und das ganze Kernl, wenn ich da ein wenig reibe, fällt schön aus. Genau. Ja, ich werde jetzt ein wenig was drischen. Tue jetzt einmal austrischen. Das ist ein Dominat 76, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, mit, was wird er nehmen, 2,5-3 Meter. Genau. Ja, da habe ich auch ein kurzes Video gemacht vom Gruppern. Da haben wir heute gegruppert und gefräst. Das war das, der ganze Fleck, da haben wir überall Drainagen gemacht. Man sieht es da noch ein bisschen, da ist es ein wenig dunkler, wo es noch ein wenig nässer ist, oder die Erden eigentlich nur schwer ist, sagen wir so. Und aber nicht mehr nass. Das habe ich heute gruppert, dann gefräst. Ja, jetzt werden wir morgen anbauen. Da kommt der Kleegras wahrscheinlich her, weil rundum, das ist wieder, da haben wir Luzerne und ein wenig ein Gras dazu. Das ist wieder angewachsen. Das ist, ja, das in der Mitte auch gleich was ist, bauen wir dann morgen gleich an. Ja, es wird jetzt ein wenig was dreschen und dann filmen wir nochmal. Dann zeige ich euch noch, wo wir es hin tun und wie wir es anladen. Genau, melde mich später nochmal. So, wir sind vier, fahr gerade heim. Ja, Strahl ist nicht viel. Kernl ist auch nicht viel. Es ist zwar verdammt hirt und drucker, aber halt nicht viel. Das sind, keine Ahnung, 2 Tonnen, 1,5. Das ist zwar noch ein halber Hektar, das heißt, da bei dem Baum, oder? Nein, bei dem hört es auf. Geht nicht weit auf, aber ja. Wenn sie mehr erwartet, der 4, was man schon sagen kann. Die Luzerne, die ist da. Ein wenig ein anderes Blätter wäre ist natürlich auch da, aber da steht es überall schön drinnen. Das ist nicht schlecht, wenn das aufwächst. Ja. Ich führe jetzt meinen Kipper an, dann fahre ich mit dem Raul runter, dann kreiselt es. Ja, dann schauen wir mal. Morgen wird es ein wenig schlechter, aber weiß nicht, vielleicht wenn kein Regen kommt, dann war es nicht schlecht. Da möchte man dann anbauen, also habe ich ja schon gesagt, ja. Genau, ich melde mich vielleicht nachher nochmal oder beim Kreiseln oder sonst morgen, wenn wir so gleich haben. Ich tue jetzt noch kreiseln, ich fahre mit der Grenzstrahl in Richtung. Das habe ich eh schon mal in einem anderen Video erklärt. Da rennt er schief, dass er die Straße zuhaut. Weil dann brauche ich nicht mehr mit dem Kunden da nachgehen. Weil das greift mir nicht so wirklich. Das haut sich halt zuhauen und ja. Mit unserem guten Kreisleier. Er ist zwar alt, aber noch immer gut. Genau, dass das schön drücken kann. Schauen wir mal, wie es Wetter aushält und wie lange wir es dann liegen lassen müssen. Hoffentlich regnet es morgen nicht unbedingt. Ja, ich habe jetzt den Kipper heimgestellt. Den werden wir wahrscheinlich morgen anladen. Oder weiß nicht wann, vielleicht heute noch. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte noch Ecken gern fahren. Schauen wir mal. Ja. Ich melde mich irgendwann auch noch zwei wieder.
kaum wieder was zu sagen ist. Ja, wir haben jetzt dort die Kalle angekippt. Das Häuferl da. Das ist noch grünstücken von letztes Jahr zum Anbauen wieder. Das ist die dritte Kalle halt. Und ja, das werden wir jetzt da liegen lassen. Und dann werden wir es einfach mit der Schaufel. Einmal am Tag oder zweimal kommt der Plan. Ja, meistens ein, zweimal. Gehen wir durch und schrauben es ein wenig um. Dass eine Luft reinkommt. Weil wenn es keine Luft reinkommt und irgendwo ein nasses Stell ist, dann kann es sein, dass es schimmelig wird oder so Sachen. Und da haben wir die Straße da. Ja, das ist auch der Ladewagen war geschickt voll. Ja, jetzt habe ich es kurz hergeschnitten, ich habe leider da nichts gefilmt, weil ich gerade Zeit gehabt habe, wir haben nebenbei Stein geklappt. Und ja, das ist das Häuferl da, oder? War mein Aufbau aufgestellt, war gut voll. Genau, wir haben nebenbei Stein geklappt und gewalzen und so Sachen. Weil wir ja da das bei den Drainagen, also wo wir drainagiert haben, haben wir zugebaut. Und da haben wir, sind wir jetzt fertig geworden. Es sind zwei schon noch drei nasse Stühlen, zwei so ganz kleine Radeln und ein wenig größeres. Da bin ich ein bisschen eingesungen. Ich hoffe, dass es so drückt, weil sonst müssen wir nochmal aufgraben. Das war scheiße. Ja, schauen wir mal. Genau. Jetzt haben wir in eineinhalb, zwei Wochen wird es dann zum Silieren, der dritte Schnitt. Da haben wir dann da ins Silo rein. Genau, da. Und dann den vierten Schnitt drauf. Das sind die Bänke vom zweiten Schnitt. Ja. In zwei Wochen dreschen wir dann den Hobern. Das ist ein guter Hektar. Das wird wahrscheinlich, wenn wir einen Kipper aufhören können. Gut. Also 6-7 Tonnen, schätze ich mal, das, ich weiß nicht. Aber schaut heuer nicht so schlecht aus. Hobern ist auch immer gut bei uns. Und hoffentlich haben wir einen guten Ertrag. Und die Straße, also die Hobernstraße, haben wir dann einfach da hergekippt, also her mit dem Ladewagen. Und da hinten einfach am Heuhaufen draufschieben. Und die fuhren wir dann rüber. Weil es eine relativ feine Straße ist. Und hier mengs gern. Und wenn wir ein wenig zu wenig Futter haben oder so, haben wir jetzt das immer da, die letzten Jahre. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Sicher, es ist nicht so viel Energie drin wie in einem Heu oder halt in einem Silo. Aber bevor wir hier hergeben müssen oder Futter zu Silo zu kaufen, haben wir jetzt das immer da. Und ein wenig mehr Draht dazu geführt, weil es brechert. Ja. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Und sag tschüss und bis zum nächsten Farmvlog. Thank you.